SCP versus Realität. Kalte Physik. Die Theorie hinter SCP-009. SCP-009, das sogenannte rote Eis, scheint ein reines Fantasieobjekt zu sein. Aber wenn man tiefer in die Physik blickt, erkennt man, die Idee ist nicht völlig unmöglich. Es gibt in der theoretischen Thermodynamik Konzepte wie negative Temperaturzustände. Zustände, in denen Energieverteilung umgekehrt ist. In solch einem System würde Wärme nicht von heiß nach kalt fließen, sondern von kalt nach warm. Das bedeutet, eine Substanz könnte sich beim Erwärmen stabilisieren und beim Abkühlen zerfallen. Genau das würde das Verhalten von SCP-009 erklären. Außerdem existieren in der modernen Physik Modelle sogenannter inverser Materie, also Teilchen, deren Entropie rückwärts verläuft. In Simulationen zeigen solche Systeme Strukturen, die sich selbst ordnen, anstatt zu zerfallen. Vergleichbar mit dem, was man bei SCP-009 beobachtet. Eine Flüssigkeit, die auf Wärme reagiert, indem sie fester wird. Das Faszinierende? In der Quantenfeldtheorie ist es denkbar, dass in bestimmten Paralleluniversen oder Energiebläschen physikalische Konstanten vertauscht sind. Etwa die elektrische Polarität, Zeitrichtung oder thermische Stabilität. Wenn SCP-009 also wirklich aus einer anderen Realität stammt, könnte es schlicht nach den falschen Gesetzen funktionieren? Nach den Gesetzen seiner Welt, nicht unserer. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das rote Eis also nicht pure Fantasie, sondern ein Spiegelbild der Frage, was wäre, wenn unsere Naturgesetze nur eine von vielen möglichen Versionen der Realität wären?